Hallo und herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Wie in meinem letzten Video versprochen, backen wir heute Cupcakes. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen kurzfristig jetzt noch für Ostern was zu backen, aber das könnt ihr auf jeden Fall schaffen, weil es ist mal wieder total einfach. Mein absoluter Lieblingskuchen von Starbucks ist dieser Möhrenkuchen oder Carrot Cake, den die da haben. Den finde ich einfach mega. Das ist ein Teig aus Möhren und Nüssen und Mehl und Eiern und dieses Weiße, was da drauf ist, ist so ein richtig geniales Frischkäse-Topping. Und genau diesen Kuchen machen wir, allerdings als kleine Cupcakes in Form von Schäfchen, Küken und Hasen, passend zu Ostern. Und wie gesagt, weil es so kurzfristig ist, verlieren wir nicht viel Zeit und fangen an zu backen. Was wir für den Teig alles brauchen, habe ich euch hier einmal vorbereitet. Da wir Möhrenkuchen machen, brauchen wir auf jeden Fall richtig viele Möhren. Wir brauchen Zucker, Eier, Backpulver, Zimt, gemahlene Haselnüsse oder gemahlene Mandeln, Mehl und Sonnenblumenöl. Los geht's, wir starten mit den Möhren. Ich schäle immer erst die untere Hälfte, drehe die Möhre dann um und schäle dann die obere Hälfte. Das geht viel, viel schneller und man bricht sich nicht so einbar ab. Außerdem richtig wichtig, Leute, erst schälen und dann wiegen, weil sonst stimmt die Grammanzahl für den Kuchen nicht mehr von den Möhren. Wenn wir alle geschält haben und gewogen haben, müssen wir jetzt reiben. Nicht mit so einer Reibe, sondern mit einer KitchenAid. Nee, ihr könnt natürlich auch eine normale Reibe benutzen. Ich habe halt eine KitchenAid, das geht viel, viel schneller. Schön, fein, klein reiben. So, jetzt können wir auch den Teig machen. Dafür geben wir Sonnenblumenöl, Eier, ein bisschen Zimt und Zucker in eine Rührschüssel und schlagen das Ganze auf. Weil ich nicht nur Cupcakes mache, sondern auch noch einen Kuchen daraus backe, habe ich die Zutaten für den Teig einfach verdoppelt. In der Zwischenzeit mischen wir Backpulver und Mehl. Das ist wichtig, dass man das vorher schon miteinander mischt, dass das Backpulver komplett überall im Teig auch landet. Jetzt kommen die gemahlenen Haselnüsse oder Mandeln in den Teig, werden kurz untergemischt und dann geben wir das ganze Mehl dazu. Auch erst langsam untermischen und jetzt zum Schluss kommen die ganzen klein geriebenen Möhren dazu. Ich mische immer erst langsam und drehe dann richtig auf. Jetzt ein kleiner Lifehack. Der Teig ist fertig und muss abgefüllt werden. Dafür einen Gefrierbeutel unten die Spitze abschneiden, umknicken und in einen Messbecher stecken. Dann kann man den Teig ganz einfach in diesen Gefrierbeutel füllen. Und aus dem Gefrierbeutel oder mit dem Gefrierbeutel dann ganz easy, ohne Kleerei, die Muffins befüllen. Die Muffins kommen dann für 15 Minuten bei Ober-Unterhitze 160 Grad in den Ofen. So, die Muffins für unsere Cupcakes sind jetzt fertig. Die sind noch heiß, die stehen draußen, die kühlen jetzt ab. Und wir machen in der Zeit unser Frosting. Und das besteht tatsächlich nur aus zwei Grundzutaten. Einmal Frischkäse, nicht direkt aus dem Kühlschrank, sondern so circa 5 Stunden vorher rausgenommen. Dann ist das schön weich und lässt sich gut verarbeiten. Und Puderzucker. Den brauchen wir nicht 7, der kommt, wie ihr seht, einfach so in die Schüssel und wird zu einer glatten Creme verrührt. So, die Creme ist jetzt aufgeschlagen und wir machen ja drei verschiedene Cupcakes. Einmal die Schäfchen, einmal Küken und einmal Häschen und dementsprechend möchte ich auch, dass sie die verschieden schmecken. Das heißt, ich teile mir das Frischkäse-Topping jetzt einfach auf 3 Teile auf. Starten wir mit der, ich sag mal, Originalcreme. Dafür eine Vanilleschote nehmen, längs aufschneiden und auskratzen und das kommt jetzt zur Creme. Die restliche Vanilleschote nicht wegschmeißen. Ich stecke die immer in meinen Zucker, den ich auch für meinen Kaffee nehme. Dann aromatisiert der ganz schön und schmeckt nach Vanille. Die Creme schlagen wir jetzt einmal kurz auf, damit sich die Vanille verteilt und füllen sie dann ab in einen Spritzbeutel. Hier auch wieder dran denken, die untere Spitze abzuknicken, dass die Creme nicht rausläuft. Natürlich könnt ihr auch hier wieder einfach einen Gefrierbeutel nehmen, das funktioniert genauso gut. Kommen wir jetzt zur zweiten Creme und zwar zu den Küken. Dafür reibe ich einfach ein bisschen Zitronenschale in die Masse.
Und das würde fürs Zitronenaroma auch reichen. Und dann wäre die Creme auch was geworden. Aber nein, ich musste ja noch Zitronensaft dazugeben. Dadurch ist mir die Creme viel zu flüssig geworden. Und dann habe ich noch ein Fail gestartet. Ich habe neue Gelfarben gekauft. Die sind so ergiebig. Ich habe so einen halben Teelöffel dazu gemacht. Es ist so quietschegelb geworden. So sehen keine Küken aus. Tja, passiert ist passiert. Musste ich die Creme nochmal machen. Ohne Zitronensaft und nur mit so einem kleinen Tropfen von der Farbe. Kommen wir jetzt zur nächsten Creme und ich würde mal sagen, Versuch macht klug. Ich habe wirklich nur einen Mini-Tropfen genommen und es ist so krass rosa geworden. Die Farben sind richtig genial. Ich verlinke euch die auf jeden Fall unten in der Infobox, damit ihr auch wisst, wo ihr solche Farben herkriegen könnt. Die färben nämlich nicht nur die Creme, sondern auch die Finger. Jetzt machen wir aus den Muffins Cupcakes. Immer erst eine erste Schicht auf die Küchlein spritzen, dann kommen die in den Kühlschrank, damit die Creme anzieht und wenn die Creme schön fest geworden ist, kann man dann sozusagen richtig in die Höhe arbeiten, dass wir so richtig volle, fluffige Muffins bekommen. Die fertigen Muffins kommen dann erstmal in den Kühlschrank. Und wir starten mit dem Dekorieren. Und dafür habe ich Rollfondant gekauft in verschiedenen Farben, in Schwarz, Korall, Weiß und Grau. Und da forme ich jetzt meine Gesichter draus. Ich fange an mit dem Schaf. Dafür nehme ich eine Kugel, die mache ich ein bisschen platt. Dann schnitze ich da einen Mund rein, mache mit so einem Holzstab so Vertiefungen für die Augen. Dann habe ich so einen speziellen Lebensmittelkleber, da kann ich dann jetzt einfach die Augen reinkleben. Die mache ich auch aus Fondant und zwar aus Weißem. Dann braucht mein Schaf natürlich noch ein kleines Stummelschwänzchen. Und Ohren, die mache ich aus grauem Fondant. Und dann habe ich noch so Malstifte für Lebensmittel. Und da mache ich noch so kleine Pupillen mit rein. Für die Küken habe ich einfach aus korallfarbenen Fondant Schnäbel geformt. Die drücke ich in die abgekühlte, angezogene Masse und setze so zwei Augen rein und fertig. Der Hase kriegt natürlich eine niedliche kleine Nase mit Pausbäckchen und Zähnchen. Auch wieder die Augen rein. Und jetzt sieht es aus wie ein Keinohrhase. Aber er kriegt natürlich noch Öhrchen, damit es ein richtiger Osterhase wird. Die Gesichter von den Schäfchen einfach vorne reindrücken. Dann kriegt es sein Stummelschwänzchen und die Ohren so an der Seite reinschieben. So Leute, das sind drei meiner Exemplare, sehen sehr lustig aus, finde ich. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sorry, wenn ich ein bisschen confused bin, ich bin ein bisschen fix und fertig. Es ist jetzt die dritte Nacht in Folge, dass wir hier am Film und am Backen sind. Meine arme Frau muss die ganze Zeit mitmachen. Das erste Video hat komplett nicht geklappt. Also ja, ich bin halt, war überhaupt nicht mit zufrieden. Also haben wir es nochmal gemacht. Die Cupcakes sind jetzt letztendlich echt was geworden. Ich bin mega froh. Sie sind super lecker. Probieren können wir leider nicht, weil auch heute ist wieder mega Fail passiert. Als ich die Küken Cupcakes gemacht habe, die Füllung, habe ich Zitronensaft reingemacht. Habe natürlich nicht drüber nachgedacht, dass ich ja das Rezept geteilt habe durch drei. Von daher ist das komplett flüssig geworden und wurde einfach nicht mehr fest. Und ich hatte hier schon mittelgroße Krise. Letztendlich sind sie ganz cool geworden. Wenn ihr mit Fondant arbeitet, probiert ein bisschen aus, was sieht gut aus, was gefällt euch, was kriegt ihr hin, was nicht. Das sind meine drei Cupcakes, Schaf, Küken und Hase. Und das hier sind Jolinas, Schaf, Küken und Hase. Sie hat es halt komplett anders gemacht, aber es ist trotzdem richtig cool geworden. Stimmt jetzt mal hier oben ab, welches Set ihr besser findet. Bin ich ja mal gespannt. Also ich finde deinen Hasen auf jeden Fall viel cooler. Ich finde auch mein Schaf besser. Und dein Angry Bird. Mein Küken hat halt Eyebrows on Fleek.
Und dein Schaf steckt die Zunge raus. So Leute, finally sind unsere Cupcakes was geworden. Ich bin mega froh, weil ganz ehrlich, das war mein absolutes Chaos-Video. Die Küche sieht auch aus wie ein Handgranatenwurfstand, aber das ist mir für heute Nacht egal. Die putze ich morgen in aller Ruhe. Jetzt ist erstmal Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch dafür hier. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.